Am heutigen Mittwoch habe ich gute Nachrichten sowohl für die Bullen als auch für die Bären, denn es zeichnet sich vielleicht ab, dass sich ein Muster aus dem Jahr 2007 wiederholt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist. Wir hatten ja gestern diese massive, plötzliche Notzinssenkung, könnte man sagen, von 0,5%. Hat keiner irgendwie mit gerechnet, nachdem die Notenbank und die G7 ja so ein bisschen schwammig formuliert hatten, ja, wir wollen alles tun und vielleicht tun wir was. Mal gucken, dann später doch diese Notfallzinssenkung durch die Fed. Jetzt ist natürlich die Situation, dass die Aktienmärkte gestern dennoch gefallen sind. Was passiert, wenn die Aktienmärkte heute nochmal fallen? Dann wäre das sozusagen ein Ausweis, dass die Fed die Kontrolle verloren hat, dass die Notenbanken die Kontrolle verloren haben. Und das wollen die Notenbanken wahrscheinlich nicht riskieren. Man wird alle Hebel in Bewegung setzen, um diese symbolische Ohrfeige nicht zu kassieren. Und dementsprechend haben die Bullen, wie im Jahr 2007, vielleicht nochmal jetzt die Chance auf ein letztes Hurra. Aber die gute Nachricht für die Bären ist, es ist wohl das letzte Hurra, bevor dann möglicherweise doch einen Bärenmarkt einsetzt. Ich hatte gestern schon gezeigt, dass so eine 0,5er Zinssenkung jetzt nicht gerade gewöhnlich ist. Wir hatten das zuletzt bei Lehman. Wir hatten das bei der Subprime-Krise, wir hatten das beim 11. September 2001 in der Tech-Blase, Dotcom-Blase etc. Wir haben gestern zum Beispiel einen der 7 Tage gehabt, wo der S&P Future die größten Intraday-Bewegungen gemacht hat. Oktober 1987, auch das ja ein bekanntes Datum, September 2001, dann August 2011, März 2009, Oktober bis Dezember 2008. Also wir sehen, da ist einiges der Fall. Und genau jetzt geht es eben darum, dass die Märkte sich sagen, ja, wenn das jetzt nicht praktisch das Signal für eine globale Rezession ist und für weitere Abverkäufe in den Aktienmärkten, wenn das jetzt sozusagen durch diesen Zinsschritt der Fed nicht sofort verhindert werden kann, dann ist das eben das Signal, dass die Kontrolle verloren geht, und dementsprechend muss jetzt dagegen gehalten werden. Das ist, wie gesagt, die Chance für die Bullen. Hier übrigens eine lustige Karikatur, wie die Fed versuchte, das Coronavirus zu bekämpfen mit Mundschutz, Schere und Desinfektionsmittel, die auch in den USA inzwischen knapp werden. Schauen wir uns mal an, was da teilweise der Fall ist. Gestern die 10-jährige US-Staatsanleihe das erste Mal unter die 1%-Marke gefallen, auf dem Weg also in Richtung 0%, so wie die anderen, so wie die EZB, so wie die Bank of Japan ja praktisch null Zinsen haben für ihre Anleihen. Die Amerikaner meinten ja immer, sie leben auf einem anderen Planeten. Dann stellen sie fest, oh, wir sind vielleicht doch wie die anderen. Wir haben dann ähnliche Zinsniveaus und anders als in Europa sind die Amerikaner finanziell gebildeter und wissen, was es bedeutet, welche Konsequenzen Negativzinsen haben. Das spüren wir gerade so erstmal hier in Europa. In den USA ist man da schockiert, weil man sozusagen da schlichtweg mehr Ahnung hat über die Konsequenzen. Wir sehen gestern den Fear and Greed Index bei 10. Natürlich extreme Furcht. Und jetzt kommt vielleicht diese Analogie 2007 ins Spiel. Damals 2007, da war eigentlich alles, schien in Ordnung zu sein, aber dann kippte Bear Stearns, dieser Hedge Fund. Es ging dann nach unten, die Fed hat einen 0,5er Schritt gemacht, so wie gestern, es ging weiter nach unten, der S&P hier, der Spider, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500, ging dann aber, nachdem es am unteren Bollinger Band angekommen war, wieder scharf nach oben und sogar neue Hochs gemacht. Aber dann kam der herbe Abverkauf. Sehen wir etwas Ähnliches wie derzeit? Wir haben hier zum Beispiel auch jetzt diesen Abverkauf gehabt ans untere Bollinger Band und sind von da aus erstmal abgeprallt. Dann scharfe Rallye, diese Bärenmarkt-Rallye, 5% vorgestern, gestern dann dieser Rückschlag, nachdem ja alles zunächst super schien nach der Zinssenkung. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie heute die Dinge reinkommen. Und die Märkte in Asien haben den gestrigen Abverkauf gut weggesteckt. Wir sehen positive US-Futures, deutlich im Plus, weil dieser Herr Joe Biden wohl den Super Tuesday überwiegend gewonnen hat. Ein großer Start steht noch aus, Texas, den Sanders gewinnen könnte. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen wohl zwischen Biden und Sanders. Das wird bedeuten, dass im ersten Wahlgang, so wie die Dinge derzeit stehen, keiner dann sich durchsetzen kann. Bloomberg scheint aus dem Rennen, Warren scheint aus dem Rennen, Buttigieg und andere haben sich vorher schon verabschiedet. Das ist für die Märkte jetzt so eine Art Vorwand, um nach oben zu laufen, weil man sich sagt, Gott sei Dank, dass Sanders hier nicht diesen
Erdrutsche-Sieg davonträgt, denn Sanders ist sozusagen ja das Schreckgespenst der Wall Street. Das ist sozusagen die positive Nachricht, dass Sanders hier sich nicht eindeutig wird durchsetzen können. Wir haben, by the way, es soll nochmal erwähnt werden, wieder katastrophale Daten aus Asien geschehen. Einkaufsmanager-Index, Composite PMI 26,5, gab es noch nie einen solchen Absturz. Wir haben Hongkong Market PMI 33,1, heftiger Absturz, Allzeittief. Das sind Werte, die natürlich extrem sind, auf Allzeittief sind. Das ist eigentlich fast zu erwarten, auch wenn die wirkliche Erwartung für die Zahlen deutlich höher lag. Apropos Fed wollte ich noch mal kurz hier erwähnen. Wir haben so viele Erwähnungen von global Entwicklungen bei der Fed wie noch nie, 7,6%. Das ist viel, viel mehr als alle Vorgänger von Jerome Powell das gemacht haben. Allerdings war damals eben die Welt auch weniger vernetzt. Schauen wir uns jetzt mal die Charts an, was da heute auf uns zukommen wird. Was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100, die Charts, Sie ahnen es, meine Damen und Herren, von Capital.com. Jetzt sehen wir hier diesen Move nach unten. Wir sehen dann diese 5% Rallye, wir sehen hier die Zins. Senkung und dann nochmal auf die 9000 beim Nasdaq 100 und dann diese böse rote Kerze, die aber hier jetzt erstmal gekontert wird durch eine positive Kerze. Jetzt ist die Frage, wie geht diese Geschichte weiter? Wie gesagt, ich glaube, dass sich die Notenbanken, dass sich die Dickfische nicht erlauben können, dass der heutige Handelstag nochmal minus 3% wird. Sonst haben die echt ein Problem und das gilt es jetzt unbedingt zu verhindern. Wir sehen den S&P 3033, wir sehen den DAX jetzt 11.934. Da sieht man schon, da ist eine entscheidende Zone. Da geht es jetzt entweder nochmal heftig rauf oder heftig runter. Eins von beiden. Wir sehen Euro-Dollar bei 1.1151, natürlich gestützt durch das, was da gestern passiert ist. Gold natürlich auch gestern gelaufen, 1.642 nach der Zinssenkung. Wir sehen, Crude Oil kann sich auch erholen. Also, ist das jetzt das letzte Hurra, was nochmal kommt? Nochmal eine Bewegung nach oben, nochmal der Versuch, die Geschichte zu retten, übergeordnet, aber schon der Beginn eines Bärenmarktes, das wird die Frage sein. Heute ADP-Zahlen als Vorausschau auf die großen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Und wir haben dann noch Zahlen, ISM Dienstleistungsindexe aus den USA, die Öllagerbestände. Also es wird heute wieder ein heftiger, ein interessanter, ein spannender Tag. Wir schreiben Geschichte, hat man das Gefühl. Fast jeden Tag neue Rekorde, neue Dinge, die wirklich historisch sind. Man wird sich an das Jahr 2020 erinnern. Da bin ich sicher. Ich hoffe, Sie haben einen guten Start in diesem Mittwoch und sage Servus und Ciao.